So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Crash Team Racing und die neue Tour ist jetzt erschienen oder zumindest der neue Patch mit den neuen Inhalten zum Grand Prix und wir werden uns nach dem Intro-Video zum Grand Prix noch mehr mit dem Update beschäftigen und ich werde euch noch einige Details dazu sagen. Wir schauen uns jetzt aber kurz das Intro an zum Grand Prix, da werdet ihr schon einiges dazu erfahren und dann werde ich euch noch weitere Details sagen. Also, bis gleich. CTR TV Sondersendung live von Activision. Mein Name ist Chick Gizzard Lips. Und ich bin Stu. Wir schnallen uns an und geben Gas hier bei CTR TV Rennfans. Stu, die Fahrer da draußen brauchen Infos. Legt den Gurt an, Fuß aufs Pedal und haltet euch fest, denn wir erzählen euch jetzt alles über den Grand Prix. Ein Grand Prix ist ein super Event, bei dem die Teilnehmer ihr Können in spannenden Herausforderungen beweisen. Wow, auf sowas fahr ich voll ab. Ich bin ja selbst eine Herausforderung. Haha, du hast recht, Stu. Also, Fahrer, nach jeder der Herausforderungen erhaltet ihr Nitro für die Nitro-Anzeige. Mehr Ziellinien gleich mehr Nitro, das bedeutet mehr Belohnungen. Absolut, Stu. Und bei jedem Grand Prix gibt's mehr Herausforderungen und Preise. Es gibt neue Fahrer, neue Karts und so viele Anpassungsoptionen. Mich juckt es vor lauter Aufregung in den Federn, Chick. Mir geht es ganz genauso, Stu. Und zusätzlich zu den irren Belohnungen im Grand Prix findet ihr noch mehr so einmalige Objekte am Boxenstopp. Habe ich noch was ausgelassen, Stu? Laut dem Skript, das ich vorlesen soll, gibt's bei jedem Grand Prix eine neue Strecke. Hast du das vielleicht gemeint, Chick? Ganz genau, Stu. Ja, so ist die Lage. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Das wird so einmalig. Schlagt die Flügel, tretet das Gas durch und holt euch ordentlich Nitro. So, ihr habt's gesehen, es gibt einiges Neues im Spiel zu erleben. Ihr seht auch unten schon, da steht auch dann schon der Grand Prix und ganz unten kann man dann auch den Grand Prix auswählen. Und ja, jetzt sind viele neue Inhalte ins Spiel gekommen und es wird täglich neue Inhalte im Spiel geben durch den Boxenstopp. Dort kann man dann immer nachschauen, was es alles Neue gibt und was neu dazukommt. Und ja, es wird richtig viele Inhalte geben. Also der Grand Prix ist sowas wie eine Season, die jetzt in Crash Team Racing stattfinden wird. Und man hat dann auch so eine Art Battle Pass oder halt so eine Art wie ein Battle Pass, wo man dann aufsteigen kann. Jetzt sieht man hier den Shop und da kann man sich dann schon einige Charaktere holen. Und es wird dann immer wieder wechseln. Man hat dann auch Rabatt bei den einzelnen Objekten, die man sich holen kann und man sieht dann auch der Preis von den einzelnen Objekten und manche Objekte, die man hier sieht, kann man dann auch nur während des Grand Prix sich holen. Es kann sein, dass andere Objekte mal wieder zurückkommen in den Shop, aber es ist nicht wahrscheinlich, also sollte man sich schon versuchen eben die Leute dann zu bekommen, sich zu holen, denn sonst hat man eventuell die Möglichkeit verpasst, dann hier Charaktere wie zum Beispiel Tiny Biker zu haben oder andere Objekte, die man sonst nicht hätte freischalten können. Ja, wir werden uns dann gleich nochmal den Grand Prix an sich anschauen, was da alles noch gibt und was man dort dann noch alles sieht. Wir hören uns dann gleich wieder und dann sage ich euch weitere Details zum Grand Prix. Live von Activision, hier ist CTR TV. Willkommen Rennfans, ich bin Chick Gizzard Lips und das ist mein krächzender Kollege Stu. Wir haben für euch die neuesten, verrücktesten Nachrichten. Richtig, Chick. Und ich platze vor Neugier auf unseren allerersten Grand Prix.
Schnallt euch an, gebt Gas und tretet in diesem krassen internationalen Grand Prix gegen Rennfahrer aus aller Welt an. Wir freuen uns, euch die neuen Fahrer vorzustellen, die sich in dieser Saison ans Steuer wagen. Die Ampel wird grün, Mann! Ich hab drauf gewartet. Diesmal holt mich keiner ein. Bald mache ich Schlagzeilen. Ach, ja, bist mein Kampfross. Wow, unsere neuen Herausforderer werden den alten Hasen die Wumpas nicht kampflos überlassen. Oh, brandneu, Leute. Wir werden euch jetzt exklusiv die allerneueste Technik auf den gefährlichen Strecken vorstellen. Mann, wie gerne würde ich auch mal so einen Wagen fahren, Chick. Ha, für genug Nitro kriegst du deine Chance, Stu. Tja, wir müssen leider schon Schluss machen, Freunde. Ich wünsche euch schnelle Fahrt und viel Gag. So, ihr seht schon im Hintergrund, hier ist sozusagen oben dieser Grand Prix Nitro Tour Battle Pass und da sieht man, welche Stufe man hat und je nachdem, welche Stufe man aufsteigt, durch das, dass man verschiedene Challenges macht und dann Nitro Punkte bekommt, dadurch schaltet man dann die Stufen frei und ihr seht dann, wenn man die höchste Stufe erreicht, hat man dann einen besonderen Charakter. Des Weiteren, wenn man unter die besten 5% kommt der Bestenliste, dann kriegt man noch dieses spezielle Card, was ihr hier seht, das Champion Card, was aussieht wie ein Lamborghini. Das bekommt man, wenn man eben unter die besten 5% kommt in der Bestenliste. Was, denke ich mal, nicht ganz so einfach sein sollte. Kommt immer darauf an, wie gut man im Spiel ist, aber das ist etwas, das kann man sich dann im Laufe der Season anschauen. Und ja, jetzt sieht man es hier schon, die einzelnen Herausforderungen, gewinne ein Rennen in einem beliebigen Modus und so weiter. Das sind dann so die ganz normalen. Passe ein Kart an und fahre damit, also die ganzen einzelnen Dinge, die man halt so machen kann, die sehr easy sind. Und dann gibt es aber auch Challenges, die dann wieder schwerer sind, wo man dann wieder mehr machen muss. Hier zum Beispiel schließe ein Zeitrennen ab, hier schließe ein Rennen in der Online-Spielersuche ab und hier sieht ihr die täglichen Angebote im Boxenstopp an. Das sind eher so leichte Challenges, die man machen kann. Es gibt dann auch die täglichen Herausforderungen oder Tagesherausforderung, da sieht man dann auch wieder verschiedene Challenges, mache 10 Tricksprünge und triff im Online-Spielsucherrennen einen Gegner mit einem Power-Up und so weiter. Also so ganz normale Challenges eben, dass die man machen kann, schließe Wumpa Cup ab zum Beispiel. Und man kann aber auch einzelne Challenges dann im Arcade-Modus machen. Je nachdem, was man eben erfüllen muss, welche Challenge man machen muss, muss man sich das hier eben anschauen. Und erfüllt es dann und dann kriegt man immer diese Nitro-Punkte. Und mit den Nitro-Punkten steigt man dann auf in der Season und in diesen Nitro-Punkte in der Leiste oben. Und ihr seht auch, die Season geht noch verbleibende Tage 25. Und wenn die Tage vorbei sind, dann endet die Season und dann startet auch dann im darauffolgenden Zeitraum eine neue. Hier sieht man jetzt dann die wöchentlichen Herausforderungen, die man hat. Und je schneller man die abschließt, umso schneller hat man dann auch die Stufenaufstiege, ne? Das ist klar. Es wird dann immer wieder auch neue tägliche geben und neue wöchentliche, solange die Season geht. Und ihr seht auch, die Herausforderungen sind dann auf der einen Seite schwerer oder leichter. Man sieht dann eben auch, wie lange diese Herausforderungen gehen, unten links, ne? Also kann man nochmal genau sehen, wie lange die dann sind. Und dann gibt es nochmal spezielle Herausforderungen für die einzelne Map oder für eben den Grand Prix, der aktuell läuft. Gibt es dann nochmal spezielle, dass man zum Beispiel auf der neuen Karte spielt, also auf der neuen Map, die eben dazu kommt, oder besser gesagt die neue Strecke, dass man darauf dann nochmal spielt. Da gibt es dann auch nochmal spezielle Challenges, die man dort machen kann. Und das erklärt sich dann auch von alleine. Man sieht ja oben rechts immer, was man da machen muss. Und dann macht man das einfach. Man kann sich ja auch dann, eventuell werde ich das so machen, ein Foto mit dem Handy machen, damit man nicht dauernd im Grand Prix Menü nachschauen muss. Und dann schaut man eben aufs Handy, okay, was muss ich noch machen? Was habe ich schon fertig? Und dann kreuzt man sich das ab oder schreibt sich eben auf oder so. Und dann weiß man, okay,
Die Challenge habe ich schon geschafft. Man sieht es dann auch immer wieder, wenn man dann ins Menü geht. Das wird dann einem immer wieder angezeigt. Und dann gibt es noch eine Leiste für Profi-Herausforderungen, also für Leute, die dann wirklich sehr gut in dem Spiel sind. Auch hier kann man dann nochmal Challenges machen und die sind dann eine ganze Ecke anspruchsvoller und man kriegt dafür aber auch dann wiederum ja stärkere Belohnungen oder besser gesagt mehr Nitro. Hier sieht man jetzt nochmal ganz kurz, habt ihr das gerade gesehen? Und das sind so alle Infos, die ich euch jetzt sagen kann zum Grand Prix. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß bei den Challenges, bei den Aufgaben und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit Crash Team Racing und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Bis bald, euer Monster.